So, reicht jetzt. Hier, Karate Kid. Danke, ich war gerade richtig gut in Fahrt. Was macht die Hand? Sie tut ein bisschen weh. Gönn dir eine Pause. Hast du gut gemacht. Stolz auf dich. Danke. Ja, ich war ein bisschen neben der Spur. Ist doch vollkommen logisch, ich meine, ihr wart ja doch ein paar Jahre zusammen. Ich habe immer gedacht, Christian und ich, das wäre die Ewigkeit. So wie ich das von den anderen gehört habe, dachten die das auch. Ich bin ja selbst schuld. Ich hätte einfach nicht mit dem Typ in die Kiste gehen dürfen. Ach Quatsch. Ich meine, er hat dich auch betrogen, das war nicht das Ende. Ihr habt euch einfach auseinandergelebt. Ich meine, wie lange war er jetzt in England? Danke. Ja, lass uns lieber mal klären, was wir noch alles fürs No Limits brauchen, sonst fange ich wieder an zu heulen. Das heißt, du machst es doch? Ja. Ich meine, ich muss bescheuert sein, mich auf sowas einzulassen mit dir und Andi als Chef, aber... Ja. Aber das ist doch nur auf dem Papier. Olli hat seine Schanklizenz verloren und deswegen sind jetzt Sascha und ich in diesem Pachtvertrag. Das ist ja wohl auch das Mindeste. Es war immerhin eure Schuld, dass das No Limits geschlossen wurde und Olli seinen Job verloren hat. Wow, das sieht richtig gut aus. Schau mal hier. Das kommt über die Theke. Ach, das war schon echt eine geile Zeit. Abends ein Feierabendbier und dann sind wir die Treppen hochgestolpert und ins Bett gekippt. Oh, es ist ja wohl ganz gut, dass ich wieder da bin. Hey, komm schon. Ab und zu habe ich auch eine Rothaarige abgeschleppt. Mhm. Na, wie wär's? Ich habe dich und deine dummen Sprüche vermisst. Ich habe doch gleich gesagt, dass das mit Norwegen eine bescheuerte Idee war. Aber ich habe wirklich gedacht, es wäre eine super Gelegenheit, gleich einen Batzen Schulden loszuwerden. Ich kann ja nicht wissen, dass du in meiner Abwesenheit nur Dummheiten machst. Ja, gut, okay, stimmt. Das kommt auch nicht mehr vor, versprochen. Das glaube ich. Jetzt bin ich ja wieder da und habe ein Auge auf dich. Ist doch gut, dass die Firma pleite gegangen ist. Na, mal wieder eine Firma in den Ruin getrieben? Was macht der denn hier? Oh, was ist das denn? Neue Eröffnung. Dann haben wir jetzt ein Problem. Ja, au. So, auf den neuen, alten Geschäftsführer. Ja, genau das Richtige, um mich von meinem Liebesfrust abzulenken. Du wirst gar keine Zeit haben, um an Christian zu denken. Mhm, jetzt geht's bergauf. Bella, du bist schon wieder zurück? Christian, sag, dass das nicht wahr ist. Willst du uns den Namen wegnehmen? Das kannst du nicht bringen. Die Namensrechte am No Limits gehören immer noch mir und ich habe nicht vor, sie zu verkaufen. Also, falls du den Laden hier trotzdem unter diesem Namen aufmachst, hörst du von meinen Anwälten. Christian, ich habe dir den Namen damals auch einfach so überlassen. Siehst du, und das ist der Grund, warum ich erfolgreich Geschäfte mache und du nicht. Können wir uns nicht irgendwie einigen? Mir kommt da gerade eine super Idee. Denk dir einfach einen neuen Namen für deine Spelunke aus. Leute, wir wissen doch alle, worum es hier geht. Er ist nur sauer, weil wir beide dafür gesorgt haben, dass sein Laden geschlossen wird. Und jetzt lässt du es an Olli deswegen raus. Weißt du was? Du bist gar nicht so böse, wie du aussiehst. Bis dann. Das glaube ich jetzt nicht. Mann, Tristan ist echt das Letzte. Da hat der Kohle bis zum Abwinken und macht hier die Riesenwelle. Er macht das doch nicht wegen des Geldes. Nee, er will es uns heimzahlen. Das war auf jeden Fall nicht der einzige Grund. Er hat das schon andauernd gegen die Auflagen des Ordnungsamtes verstoßen. Die illegalen Partys, die Pokerspiele und dann noch unser Deal. Ja, aber euer Deal ist für Tristan Grund genug, euch das Ganze in die Schuhe zu schieben. Vielleicht sollten wir mal mit Elisabeth reden. Oh, willst du ihn jetzt anschwärzen? Nein, also ja, schon. Okay, war eine bescheuerte Idee. Sollten wir ihn vielleicht auflauern? Super Idee. Ja. Jungs, wir brauchen hier keine irren Ideen, sondern eine gangbare Lösung. Solltest du nicht eigentlich in Norwegen sein und Elche füttern? Auch wenn es dir nicht passt, ich bin jetzt wieder da. Aber die 2 Monate sind doch noch nicht vorbei. Ach, können wir einfach mal beim Thema bleiben, bitte? Ich habe schon viel von dem Temperament der Rothaarigen gehört, aber das? Hey, lass mal bitte meine Rothaarige aus dem Spiel. Sie hat recht, wir müssen uns überlegen, wie wir den Namen offiziell zurückkriegen. Ja, oder wir denken uns doch einfach einen ganz anderen Namen aus. Keine schlechte Idee, ich meine, No Limits ist schon sehr 80s. Nein. Das hier ist das No Limits. Das war's immer, das wird's immer bleiben. Ich muss mit dir reden. Olli. Hör zu, es war deine Entscheidung, mir die Namensrechte zu geben. Ich hab dich noch nicht... Christian lässt sich von mir scheiden.
Also, falls das ein Angebot werden sollte, sorry, ich stehe nur auf Frauen. Wir waren eine Ewigkeit zusammen. Netter Versuch, aber wenn du kuscheln willst, dann such dir bitte eine Selbsthilfegruppe. Weißt du, wie lange es das No Limits schon gibt? Keine Ahnung. Fast 2 Jahrzehnte. Das ist mehr als nur eine Kneipe. Das ist eine Institution hier in Düsseldorf. Tristan, bitte, das No Limits ist mein Leben. Und ich kann die Stammgäste nur mit rübernehmen, wenn ich auch den Namen behalte. Also, mein Sebastian hat dich auch gerade erst gefeuert. Du weißt, wie beschissen das ist. Hältst du jetzt die Luft an, falls ich dir die Namensrechte nicht gebe? Wir haben doch gut zusammengearbeitet. Tja, vielleicht hast du einfach nur die falschen Freunde schon mal drüber nachgedacht. Wie heißt es so schön? Geschenkt ist geschenkt. Andererseits. Du gewinnst, du bekommst den Namen. Ich gewinne, ich suche einen neuen Namen für deinen Laden aus. Abgemacht. Fang an. Schönes Motto eigentlich. Könnte ich mir übers Bett hängen. Auch rein? Du siehst aus, als ob du einen gebrauchen könntest. Dann machen wir uns mal auf die Namenssuche. Cheers. Was sollen diese Spielchen? Können wir das nicht einfach normal klären? Du und deine kleinen Kriminellen, ihr habt meinen gesamten Laden vernichtet. Also nenn mir einen guten Grund, warum ich das tun sollte. Mensch, Junge, es gibt so viele schöne Namen. Wie wär's denn zum Beispiel mit Muttis Theke? Okay, ein bisschen zu konservativ. Was hältst du von Sabels Saufloch? Zu direkt? Wie wär's denn mit zum Schnitzel Olli, falls du mal wieder Küche machst? Nein, warte, ich hab's. Ollis fette Ecke. Der ist gut. Ich glaube, den nehmen wir. Wann ist Eröffnung? Ich will eine Revanche. Nenn mir einen guten Grund, warum ich das tun sollte. Weil ich den Einsatz erhöhe. Wenn du gewinnst, dann bekommst du 10% Gewinnbeteiligung. Zwanzig. Olli macht keine Dummheiten. Von mir aus kann der Tristan ruhig eine reinhauen. Verdient hätte er es. Auf jeden Fall. Olli packt das schon. Er muss einfach. Schließlich ist es unser No Limits. Ja, aber du weißt auch, wie Tristan gerade drauf ist. Olli kann ihn nur bitten. Ich weiß nicht, ob er da die Namensrechte wieder rausrückt. Und Graf Großkotz geht sicher eine dabei ab. Hey! Hey! Komm, wir haben dir so die Daumen gedrückt. Das ist nett. Ach,
Da war wirklich nichts zu machen? Aber die haben doch einen Burggraben. Warum hast du den Kopf nicht unter Wasser gedrückt, bis er ja gesagt hat? Dabei habe ich mich so aufs No Limits gefreut. Ja, dann. Die Legende lebt. Ja! Echt, hast du's geschafft? Ich kann alles schaffen. Hat mir mal ein kluger Mann beigebracht. Ja! Yeah.